Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Die Gastgeber wollen ins Finale und wenn man sich so umhört, dann sagen eigentlich alle, ja, ja, das müssten sie normalerweise auch schaffen. Aber wie sich das dann auf dem Rasen darstellt, das ist ja oft eine andere Geschichte. Wir müssen noch abwarten. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Leroy Sané steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Er spielt steil. Abgeblockt. Kurze Variante bei dieser Ecke. Kimmich. Jetzt geht er nach hinten. Langer Ball geht in Richtung Kane. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. So ist das Tor entstanden. Joshua Kimmich mit der Flanke. Und dann ist Harry Kane mit dem Kopf da. Und das ist stark, wie er hier abschließt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Der Vorstoß hier über Harry Kane. Ah, da wäre jetzt Platz. Gravenberg. Musiala mit dem Ball. Den Ball holt er, gut verteidigt. Coman. Gibt Abstoß. Ja, er verliert den Ball.
Er versucht den Volley. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Harry Kane. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Die Bayern haben aktuell mehr vom Spiel. Wir sehen das momentan auch an der überlegenen Ballbesitzquote. Und sie holen ja auch durchaus gute Chancen raus. Ich glaube, lange dauert das hier nicht mehr. Dann erhöhen sie den Vorsprung auf 2 Tore. Sie unterstützen gut, aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Sané. Jetzt wird's gefährlich. Gefährliche Szene. Klasse aufgepasst vom Torwart. Harry Kane. Coman. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gravenberg. Die Chance jetzt. Guter Volley-Schuss. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Und jetzt geht's los. Bayern München geht mit einem Tor Vorsprung in die zweite Spielhälfte. Der Ball rollt in diesem Moment wieder. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Alphonso Davies. Leroy Sané. Chance für Musiala. Volley genommen. Tor, da ist es. Und damit sind sie jetzt mit 2 Toren vorne. Dieses Halbfinale läuft genauso, wie sie sich das vorgestellt hatten. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Excellent. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Oh, viel Platz jetzt. Er hat den Ball gehalten. Pfosten, aber es geht weiter. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Pech, dass sie da nur das Aluminium treffen. Ja, da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Foul und Freistoß gegen die Bayern. Die Bayern wechseln. Kimmich. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gnabry mit dem Ballverlust. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Sie können den Ball abfangen. Er bekommt die Unterstützung. Harry Kane.
Gravenberch. Sieht gut aus. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt von Kimmich. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Wechsel jetzt bei den Bayern. Goretzka. Nusay Mazraoui. Steilpass, gefährlich. Kane. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Goretzka. Geht dazwischen und hat den Ball. Toller Pass. Neuer macht zu, ganz sicher verhindert er da den Treffer aus kurzer Distanz. Sie werden hier wechseln. Ecke kommt ins Zentrum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Da ist Platz für den Konter. Ganz alleine. Die Chance. Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich, Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. In dieser Partie. Damit stehen die Bayern nun also im Finale. Das Finale ist erreicht. Der Traum vom Titelgewinn erlebt. Und das war heute eine echte Demonstration. Das war streckenweise herausragend. Das Resultat drückt das deutlich aus, was wir heute gesehen haben. Und damit haben sie für mich die Favoritenrolle fürs Endspiel. Das war eine durchschnittliche Leistung.